Hallöchen Jungs und Mädels, willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Chronicles China. Ich bin Shao Jun, der brennende Reiher aus der verbotenen Stadt. Und wir schauen mal, nachdem wir jetzt im Flamme der Inferno entkommen sind, was passiert. Erhöhten Schaden haben wir uns gerade erspielt durch unsere Zeit, die wir gebraucht haben. War auch mal nötig. Shadows. My prey is Sung Yong. I shall walk in the darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. All your tigers are dead. Only you remain. I'll take back what you stole from us. My box. My land. Now you plan to let Altan Khan and his Mongolians through the Great War. Madness. You'd let those barbarians invade our home rather than lose your grip on power. They will not breach the wall. They will not reach China. I will stop them, and then I am coming for you. Was? Wann haben wir denn bitte erfahren, dass hier irgendjemand die Mongolen durch die Mauer lassen möchte? Das, wow, also die Geschichte wird wirklich sehr unzusammenhängend erzählt. Das ist, ganz schön krass. Ich meine, von Ubisoft bin ich ja schon so einiges gewöhnt, was so Geschichtserzählung angeht. Aber das? Nee. Konterschaden. Also diesmal, ja, Konterschaden auf jeden Fall. Das wollen wir haben, ne? 1120 Punkte. Das müssen wir also auf jeden Fall schaffen. Und dazu müssen wir die Mongolenkundschafter eliminieren. Alle, wie viele auch immer das sind. Gibt 300 Punkte, also werden es wahrscheinlich wieder 3 sein. Wie bisher auch immer. Also das Spiel nicht besonders innovativ innerhalb des Spielverlaufs. Die Geschichte nicht so gut erzählt, technisch, reden wir nicht drüber. Aber ansonsten doch schon recht schön herausfordernd. Hat ein paar schöne Momente dabei. Der Verrat. 1532, die chinesische Mauer. Shao Jun hat alle Tiger besiegt. Nur Zhang Yong ist noch am Leben. Doch bevor sie den Anführer der Tiger töten kann, muss sie erst seinen letzten Plan vereiteln. Er beabsichtigt, die von Altan Khan angeführten Mongolen durch die Mauer in das Land zu lassen. Ein irrsinniges Vorhaben. Shao Jun kann das nicht zulassen. Sie muss die 3 Torhäuser finden und die Tore schließen, bevor die Mongolen hindurch gelangen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so auf Zeit, weil mit Zeit und so, habt ihr gesehen, habe ich nicht so ganz. So, 4 Mongolen-Kundschafter gibt es und wir haben natürlich interessante Dinge in der Datenbank. Und es ist immer dieser Pfeil nach links eingeblendet dann. Und den drücke ich dann natürlich auch brav. Und dann kommt man aber zur Karte. Es ist natürlich der Pfeil nach rechts, den man drücken muss an der Stelle, um in dieses Menü zu kommen. Beziehungsweise vielleicht hätte ich auch einfach einen Tick schneller drücken müssen. Aber ich meine, das war noch eingeblendet, als ich gedrückt habe. So, 3 Synchronisierungspunkte gibt es hier. 12 Animus-Scherben und 4 Truhen. Ja, das könnte also ein etwas längerer Level werden. Schauen wir mal. Person. Lala, Laternenwachen, ja. Konkubin, okay, Meister, ja. Gyuju, genau. Attribute, Gesundheit hoch, Angriffsgeschwindigkeit schnell, Entdeckung schnell. Ah, das war der Typ, der sich uns in den Weg gestellt hatte. Bevor es angefangen hat zu brennen, wie auch immer das passiert ist, kann ich mir nicht erklären, bewegt sich zur Front. Was soll das denn heißen? Das ist wahrscheinlich irgendwie schlecht übersetzt. Wahrscheinlich hat er Vorstöße oder sowas. Kontert Standardangriffe nach vorn und den Seiten. Davon habe ich nichts gemerkt. Kontert schwere Angriffe von vorn. Davon habe ich auch nichts gemerkt. Wehrt die Rückenrolle ab. Ah, okay, und Gegenangriff hat er. Kyuju, auch bekannt als der Dämon, war ein Templer und Mitglied der Eunuchengruppe mit dem Namen die Tiger. Er war für seine Grausamkeit und seine Kampfkunst berühmt. Er hatte auch so eine dicke, schwere Metallkeule. Die war relativ cool, finde ich. Seinen Spitznamen erhielt er nach einigen Gräueltaten in Shaanxi, wo er auf Befehl von Zhang Yong als Vergeltung für den Prinz Anhua-Aufstand ganze Dörfer dem Erdboden gleichmachte. Eigenhändig, mit seiner Keule, ganz alleine. Kyuju ist mit einer vernichtenden Chuyi-Waffe ausgerüstet und deshalb ein besonders furchteinflößender Gegner. Eine Chuyi-Waffe. Gesundheit. Oder meint die Chewbacca? Ich weiß es nicht. Altan Khan
1507 bis 1582 war ein mächtiger mongolischer General und Abkömmling Kublai Khans. Er ist bekannt für die Etablierung der Bande zwischen der Mongolei und tibetanischen Buddhisten und dafür, als erster Mongole die chinesische Mauer überquert zu haben. Ist er geklettert? Wahrscheinlich. Ich nehme nicht an, dass er mit seinem kleinen Mongolenpony da drüber gesprungen ist. Sein Überfall auf die chinesischen Grenzen mit dem Ziel zu plündern und Vieh zu stehlen begann 1529. Er gelangte bis nach Peking, das er belagerte und in Brand steckte. Also ist er wahrscheinlich nicht der erste Mongole, der über die Mauer geklettert ist, sondern einfach durchgebrochen an irgendeinem Tor. Vermute ich. Die chinesische Mauer, dort wo wir jetzt sind. Die chinesische Mauer besteht aus einer Reihe von Befestigungsanlagen und verläuft entlang der 8850 Kilometer langen historischen Nordgrenze Chinas. Eigentlich ist sie ein System aus verschiedenen Mauern, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten errichtet wurden, aber ihr Großteil wurde während der Ming-Dynastie erbaut. Heute ist sie eine der berühmtesten Touristenattraktionen der Welt. Sie gilt als eines der größten Architekturprojekte der Menschheit mit der längsten Bauzeit und den höchsten Kosten hinsichtlich des menschlichen Arbeitsaufwandes. Die chinesische Mauer besteht aus Stein, Holz, verdichteter Erde und Ziegeln. Sie wurde über die Jahrhunderte mehrmals wieder aufgebaut, perfektioniert und repariert. Die ältesten Teile der Mauer wurden bereits im 7. Jahrhundert vor Christus während der Qin-Dynastie und unter der Herrschaft von Qin Shi Huang erbaut, der die Königreiche aller seiner Rivalen eroberte und das erste chinesische Reich gegründet hatte. Aha, wieder was gelernt. Vorm Mittagessen quasi. Ja, okay, nach dem Mittagessen. Wahrscheinlich für die meisten von euch, die das gucken. Dokumente, yay, Schriftrolle, ich glaube bis Schriftrolle 13 hatten wir schon gelesen. Chinesische Keramik, genau, Shaojuns Erinnerung 7, okay, Schriftrolle 13, genau, Schriftrolle 14. Die haben wir auch schon gelesen. Ja, da wollte Ezio die beiden einfach, also Shaojun und ihren Lehrer, den zweiten überlebenden Assassin, der sich dann nach Venedig geflüchtet hat, einfach loswerden. Shao Juns Erinnerung, Teil 8. Ich hatte die große Mauer erreicht und auch Zhang Yong, der Meister der Tiger, hatte den Verstand verloren, wie es schien. Ah, das sind zwei Sätze. Ich mach das nochmal. Ich hatte die große Mauer erreicht und auch Zhang Yong. Der Meister der Tiger hatte den Verstand verloren, wie es schien. Er wollte unser Land den Barbaren überlassen. Er hatte nicht nur die Tore für sie geöffnet, er übergab ihren Kundschaftern auch die Pläne unserer Verteidigungsanlagen. Diese Männer sollten nie zu ihren Generälen zurückkehren. Ja, warum hat er es getan? Was hat er davon, frage ich mich. Ich meine, sie haben doch eine Marionette als Kaiser eingesetzt und den jetzt zu schwächen, dadurch, dass da Mongolen einfallen, ist doch, ich will jetzt nicht sagen dumm oder saubescheuert und dämlich, aber schon irgendwie. So, dann schauen wir mal. Ah, da unten gibt's Helix, Munition. Da ist der erste Mongolenkundschafter direkt bei der Truhe. Und da ist der nächste Synchronisationspunkt. Ja, doch, und der Level zieht sich. 8850 Kilometer lang maximal. Denn so lang ist die chinesische Mauer. Wir haben es ja gerade gelernt. Und wahrscheinlich übermorgen wieder vergessen. Oha, ein Sucher. Oben ist so ein hässlicher Schütze. Ah, und hier vorne ist aber eine Deckung, die wir benutzen können. Hoffe ich. Ups, ja. Das hat ganz gut funktioniert. Puh, das war knapp. Da hätten wir beinahe noch auf der falschen Seite der Säule gesteckt. So, vorne oder hinten? Vorne oder hinten, Jungs und Mädels? Ich würde sagen, vorne. Ja, da, der linke Typ, ne, mit der schönen Mongolenkappe, das ist der mongolische Kundschafter. Ich
Den sollen wir erledigen. Dazu werden wir... Killing those Mongolian scouts should harm Zhang Yong's plans. Die beiden irgendwie ablenken müssen, denke ich mir. Denn wenn wir einen töten, wird der andere natürlich Verrat. Alarm schlagen, nicht Verrat. Und das wollen wir natürlich nicht. So, und eigentlich wollte ich natürlich hier, um etwas über diesen mongolischen Kundschafter zu erfahren. Lalalala, da haben wir ihn. Mongolischer Speer, Gesundheit Mitte, okay, Schadenmitte, Angriffsgeschwindigkeit Mitte, Spezialattribute greift zu, okay. Blockt alle leichten und schweren Angriffe von vorn, mehrfach Angriff beim Nahkampf, okay, Gegenangriff. Dieser Speer lenkt alle Angriffe von vorn ab und packt dich, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ja, dann geben wir ihm die Gelegenheit doch einfach nicht, würde ich vorschlagen. So, einmal einen wunderschönen Pfeil. Vielleicht können wir sogar nur... Nein, können wir nicht. Ach, und da wollte ich ihn doch... So, das wäre jenes. Ausgewichen. So, einmal Alarm ausgelöst, okay. Weil ich es nicht geschafft habe, ihn da von oben zu erledigen. Macht aber gar nichts. Ist okay. Ja, zu spät. Schriftrolle 15. Also heute wieder eine Laberfolge, ich merke schon. So, Shao Juns Beziehung zu Ezio war kompliziert. Sie war alles, was Ezio einst gewesen war und was er vergessen wollte. Leidenschaftlich, rachsüchtig und dem Credo der Assassinen ergeben. Der alte Meister und die junge Frau stritten oft und schließlich bluteten sie gemeinsam. Seite an Seite im Kampf gegen die Gefolgsmänner der Tiger, die Shao Jun bis in die Toskana gefolgt waren. Ezio musste schließlich einsehen, dass er Shao Jun nicht den Rücken kehren konnte und willigte ein, Teile seines Wissens und seiner Weisheit weiterzugeben. Er war beeindruckt von ihren Fähigkeiten im Kampf, lehrte sie einige Tricks und gab ihr Hinweise, die nur ein erfahrener Kämpfer geben konnte. Schließlich gab er Shao Jun seinen Segen und ließ sie mit einem Geschenk ziehen. Einem mysteriösen Holzkästchen. Aha, daher kommt also unser Kästchen und er hat ihr nicht gesagt, wozu es gut ist. Super. Er bestand darauf, dass sie es nur öffnete, wenn sie ihren Weg verloren habe. Welches Geheimnis, welchen Gegenstand der Weisheit mochte das Kästchen beinhalten? Shao Jun wusste es nicht. Sie war natürlich auch nicht neugierig genug, um einfach mal so reinzuschauen. So, hier räumen wir noch kurz auf. Ich meine nicht, dass die beiden hier irgendjemand entdecken könnte. Aber sicher ist sicher. So, und hier vorne geht es aber auch gar nicht weiter, genau. Also müssen wir hier wieder zurück und dann nach hinten. Hui! Kriegerin Bronze. Ja, gut, okay. So, Lärmpfeiler. Ja, die werden wir hier auch wieder brauchen. Denn er macht gar keine Anstalten, sich umzudrehen. Och man, das war aber so überhaupt nicht beabsichtigt, muss ich mal sagen. Na. Verdammt. So, eigentlich wollte ich da nämlich nur... hochspringen, um hier die Stange zu benutzen. Ja, ungefähr so nämlich. Hopp, und ihn hier zu überspringen. Eine kleine Ablenkung könnte helfen, echt, meinst du? Ich weiß ja nicht. Nochmal ein Lärmpfeil. Okay, aber erstmal brauche ich hier irgendwie einen Plan, glaube ich. Rüberspringen, den Typen kalt machen, weil da von rechts guckt auch andauernd einer. Also auf dieses Helix-Teil verzichte ich dann vielleicht sogar. Ja. Lärmpfeil, denke ich mal.
我好像听到什么声音。 So. Jetzt sind wir schon... Zumindest schon mal hier oben drauf. Ah, hier hoch. Genau so. So, haben wir hier unten irgendwas übersehen jetzt? Nee, da haben wir nichts verpasst. Also können wir auf jeden Fall hier oben weiter. Sehr schön. Und da ist so ein Meister, ist das, glaube ich, ne? Der wird jetzt bestimmt gleich hier gucken kommen. Und das heißt, hier brauchen wir nochmal einen Lärmpfeil. Ja, aber dann gucken die anderen auch in unsere Richtung. Was natürlich irgendwie uncool ist. Ja, können wir das vielleicht mit Pfeifen regeln? Das könnte auch eigentlich ganz gut funktionieren, oder? Genau, er ist weg. So, dann pfeifen wir mal hier. Und verschwinden hier im Schatten. Ha! So sieht es nämlich aus. Und er geht gar nicht so weit. Das heißt, hier müssen wir diesen Augenblick, wenn er da nach unten schaut, abpassen. Kriegen wir ihn jetzt weg? Vielleicht durch Pfeifen. So, wenn er da lang geht, genau, springen wir hier einfach nach unten. Und krabbeln hier hoch, beinahe in die Arme dieses netten Herrn dort drüben. Und ja, wir wollen aber schon hier links rüber und da rechts scheint es gar nicht zu geben. Beziehungsweise da kommen wir auch gleich einfach noch hin. So, wie hoch kann ich denn jetzt hier, ohne Gefahr zu laufen, gleich entdeckt zu werden? So, hier machen wir einfach nochmal den super billigen Trick. Ja, komm schon. Ah, ja, genau. Oh. Zum Glück war das nicht knapp gerade. Es wäre echt blöd gewesen, wenn das jetzt knapp geworden wäre. Und jetzt guckt er nicht mehr weg, okay. Jetzt brauche ich wahrscheinlich sogar zwei Lärmpfeile. Einen hier. Und einen dort. Um dann hier hochzukommen. Yay. Hier kann ich meinen Knallkörper auffüllen. Davon haben wir noch genug. Wir haben Lärmpfeile benutzt. So, habe ich hier jetzt links irgendwas übersehen? Nein, sehr gut. So, dann einmal synchronisieren. Und da drüben sind die nächsten Splitter, okay. Beziehungsweise Animus-Scherben heißen sie, glaube ich. Aber ich sehe gar nichts von unseren Nebenzielen hier irgendwie. Das beunruhigt mich ein bisschen. Denn eigentlich sollten ja hier noch welche sein. Da hinten? Ah, hier sind zwei. Okay, gut. Also alles in Ordnung. Und Arschbombe. Quatsch. Schattengold. So, und dann beende ich an dieser Stelle einfach die Folge. Da hinten ist, glaube ich, schon das erste Tor, wo wir hin müssen. Nee, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut, bis morgen hoffentlich. Ciao.